Moin, ihr Bagaluten, und herzlich willkommen. So, wir sind fast mit seiner Quest durch und dann können wir den wegschicken. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber das ist ja nun mal leider so. So. Oder warte mal. Nee, das lohnt sich mehr. Jupp, komm, Werther, Nordabesser, da wollen wir hin. Ja, geil, und da taucht mir gleich so ein Kackding auf. So ein Skeks. Da, wenn ich mich jetzt nicht zu kacke anstelle, ist der auch gleich weg und ich überlebe es. So viel dazu, wenn ich es nicht zu kacke anstelle. Alter, ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich habe. Da ist nichts mehr in dem Balken. Nix mehr. What the fuck? Kann ich hier noch irgendwo schlafen vorher? Ich speichere mal schnell. Ich hoffe, da oben, ich glaube, da oben war eventuell irgendwo ein Schlafplatz für uns noch. Wenn wir uns halt nicht erwischen lassen. Oh nein! Einfach nur schnell sterben, bitte. Oh, danke. Da pull ihm noch eine. Speichern. Alter, ich muss einmal schnell pennen. Ich will mir die wenigen Heiltränke, die wir haben, noch ein bisschen aufsparen. Ja, ich habe die Pflanze gesehen. Ich lasse die Pflanze einfach jetzt mal Pflanze sein. Darf mich nicht entdecken lassen. Ich weiß nicht mal, wo ich das letzte Mal langgelaufen bin. Irgendwo. Oder warte, ist das der große... Ach, das ist der große Tor. Ich habe gerade gedacht, das war eine andere Stelle hier. Nee, dann ist egal. Dann können wir... Warte, ging das hier überhaupt irgendwo rein? Egal, auf jeden Fall ist hier ein... Oh, Gott sei Dank. Oh. Siehst du diese Schutzschirme? Diese Technologie stammt von uns. Das weiß ich. Die Kleriker haben sie uns gestohlen. Eine Schande, so etwas zuzulassen. Nun, wein mal nicht so rum. Das ist vollkommen okay. So. Den markiere ich mir nochmal vor. Ich weiß, wir können uns rein theoretisch schon im anderen Porten, aber ich glaube, dann würde wieder irgendein Kackviech da spawnen. Und das werden wir jetzt einmal sein lassen. Diese, genauso wie diese Fels... Also, oh, aber die Magnesiumfackel nehmen wir mit. Loot nehmen wir immer mit. Ja, diese 2 Free XP. Pff, scheiß drauf. Sieht's eigentlich mit unserem Level aus? Ich will nochmal gucken. Fehlt noch so einiges. Bis wir den anderen Sheet gleich haben. Oh. Bisschen tief, meinst du nicht? Guck mal, das geht hier wieder. Alter, wie kann das sein, dass das so krass zerklüftet ist und nicht... Okay. Na, so viel Realismus tötet Spiele. Aber! Warte mal, was war mit dem? Den haben wir doch eigentlich schon komplett ausgeräuchert, oder? Bin mir nicht mehr sicher, ob wir den komplett... Ach, der war das. Nein, den haben wir nicht kapeistert. Riecht nach Tod. Entschuldigung. Ja, die Leute hier drin hatten wir auch schon alle geholt und gekillt. Ich meine doch, die hatten wir schon alle, ne? Ach, vielleicht könnten wir uns das echt mal langsam mal versuchen an einen so ein... Oh, wer ist er denn? Okay. Bisschen was gebracht. Würde mal interessieren, ob wir langsam mal so ein Teil hier kaputt kriegen. Ich nicht irgendwie was für... Bitte dreh dich nicht um, Alter. Dreh dich nicht um. Der Psi-Werfer. Tale Fesse, Kraftfeld.
Das könnte vielleicht klappen, diese Fessel und der Psi-Verstärker. EMP-Schlag. Nein, weg, 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 weg! Oh, ich hab's gewusst! Nein, 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 weg! Nein, nicht schießen! Nimm mal einen kurzen Heiltrank. Du machst weiter, ne? Ich hab doch die 7 gedrückt! Dann nehme ich vielleicht die 8. Diese blöde Fessel, klappt die eigentlich? Ja, geil, die Fessel funktioniert! Oh, nimm mal einen Heiltrank. Und immer so ein Ding. Ja, das hat jetzt richtig was gebracht, Alter. Und ich bin tot. Die kloppen wir. Ich dachte gerade, der lebt noch. Weil der so gewackelt hat. Ich weiß, dass das diese Technik mit den... Mit den... Da sind sie ja, mit den blöden Handgranaten gehabt, ne? Den hab ich schon gefunden. Nee. Einfach bewegen und Handgranaten werfen, ist okay. Siehst du? Easy. First try. Nice. Und reines Elex war da drin. Ach. Geilomat, ey. Oh, warte, da sind wieder auch Viecher, ne? Und nochmal schaffe ich das nicht. Weil da bestimmt jetzt auch mehr sein werden als nur der eine. Hier. Scheiße. Erstmal nur werfen. Nein, 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 nicht gut. Lol, ich kann auch fliegen, aber du fliegst geiler, du Arsch. Ich hab doch... Okay, dann nicht. Dann muss ich die doch jetzt leider alle werfen. Schade. Schokolade. Nein. Ja gut, dann bist du jetzt voll, dann ist das so. Weißt du was, ich werfe hier einfach alle rein. Fuck it. So, mehr kann ich nicht. Und ich habe den Rest daneben gesammelt, ne? Oh, ich bin voll auf die falsche Taste. Nein. Haust du mal drauf da jetzt. Nein, weg, 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 weg. Oh, Mann. Krummel. Krummel, krummel, krummel. Ja, easy, first try. Ich wollte das eigentlich looten. Dankeschön. Jetzt möchte ich bitte einmal schnell einen Heiltrank nehmen und speichern. Dankeschön. Fuck you. Ja, natürlich sitzt der auch noch mit 30 Schlägen. Natürlich! Ich will gar nicht anders. Natürlich sitzen dann alle seine Na, warte. In Ordnung. Hallo, ich stehe direkt vor euch. Könnt ihr mal eure Schießgewehre wegpacken oder was? Ob ihr ein bisschen Kacke seid in eurem Gehirn drin? Vielleicht habe ich ja die Chance hiermit. Wow, bin ich gut! Na, warte!
So, komm, Kollege. Hau drauf da, Alter! Los! Errungenschaft freigeschaltet, geliebter Feind. Easy, first try. Spacken! Zu nichts zu gebrauchen! Irgendwas für mich liegen. Bockenfleisch. Hm, wovon wohl? Ich? Habt ihr nicht hier selber so eine kleine Ruhestation gehabt? Wer ist denn was? Doch irgendwie nach einem Besonderen aus, oder? Nee, doch nicht. Ach, eine Kampfmaschine ist das. Das war so ein anderes Viech. Alter. Langsam wird das auch so ein bisschen eng mit unseren Nahrungsportionen und so, ne? Na, helfen wir hier schon mal hoch. Was ist das denn? Ist das nur ein Kabel oder ist das... Das sieht ja jetzt interessant aus, ne? Okay, das, nee, da wollen wir gar nicht lang. Da wollen wir gar nicht lang. Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Ich greife an. Ja, mach doch mal. Guck mal, das Ding verprügelt mich sogar schon. Kannst du mal ein bisschen was dafür tun, dass ich dich mitnehme? Ich habe hier gleich nichts mehr. Du Vogel, ey. So, jetzt habe ich dir aber gegeben, du böser Porsche. Hilf dem bösen Porschen zu Boden. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Ding. Na, guck mal, nichts verpasst. Das Kabel läuft ja eh da lang. Gut, das hier schon wieder wie so ein anderer Weg aussieht. Nein, wir kommen nicht vom Weg ab. Wir laufen einfach weiter. Aber... Ja, ich darf halt nicht an das Kabel gehen, weil da das Elex gefördert wird und das halt diese Kälte macht. Ne, nicht nochmal jetzt. Nicht nochmal, auch wenn es mit dem reinen Elex sehr... Der... Muss das sein? Ernst? Ihr wart... Ach komm schon. Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Gewagtes Unternehmen, hier herumzulaufen. Ich bin wegen dir hier, du Spacken. Alter, du Frostköttel. Ja. Was ein Witz. Drohnen sind immerhin schnell hin. Ach, Bartos! Ach, das ist er! Ist ganz schön elektrisierend, die ganze Nummer. Ah. So elektrisierend wie ich bin, bringt mir das gar nicht so viel. Aber komm, den muss ich jetzt kapeistern. Oh, der liegt. Da werden gleich die nächsten kommen. Wow. Ist es dein Ernst? Ist es dein Ernst? Sag mal, kannst du da mal was tun oder was? Und der eine feuert noch. Sag mal. Ob das Not tun, habe ich gefragt. Easy, first try. Den brauche ich noch. Sehr gut.
Aber ich würde sagen, ich glaube, das war dann jetzt die letzte von seiner Quest. Da steht noch was! Ja, ich hoffe ja, dass er den anderen trifft. Tschüss. Gute Nacht. So. Sehr gut. Okay, den Scheiß haben wir gemacht. Gibt's noch was zu looten? Nope, dann habe ich was für dich. Wegen deiner Verfolger. Ach, guck mal, wie schöne Augen der hat. Ich habe Bartoks Schädel. Da ist das gute Stück. Der wird niemandem mehr Schwierigkeiten bereiten. Gib mir etwas Zeit. Oh. Hier habe ich den Code zu einem Schloss im östlichen Konverter in Xakor. Er lautet 0666. Und das ist noch aktuell? Echt? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber da die Alps nicht wissen, dass wir die Codes haben, gehe ich davon aus. Okay, Konverter in Xakor haben wir uns aufgeschrieben. Das mit deinen Verfolgern hat sich erledigt. Zu meiner vollsten Zufriedenheit. Boah, 2100. Deine Effektivität ist äußerst eindrucksvoll. Da ich mich in meiner neu gewonnenen Freiheit nun anderen Dingen widmen kann, würde ich mich erkenntlich zeigen. Ich höre. Ich beginne heute mit den Vorbereitungen. Dafür brauche ich allerdings noch etwas Zeit. Sobald ich einen geeigneten Ort dafür gefunden habe, werde ich dir Bescheid geben. Statusbericht. Kein Grund zur Beanstandung. Er mag mich sogar. Hey! Kann man machen. Kann man machen! Jetzt bin ich mal gespannt. Ich Ach nee, oh, warte mal. Den wollte ich ja noch mitnehmen hier. Oh, da oben ist aber noch wieder ein Soldat. Oh, da sind sogar noch ein paar mehr, wie ich gerade sehe. Mach mal bitte was! Scheiße! Hau drauf, Alter! Die habe ich jetzt nicht so geblickt gehabt. Alter Finne. Aber wir kriegen hier noch guten Stuff, doch. Junge, 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 Junge. Von diesem Machtstoß. Eieieiei. Da hinten ist der, dem... Dieser Schnee weckt eine Menge Erinnerungen. Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir hier weitergehen. Du don't say. Aber so eine Eislandschaft hat halt auch was, ne? Wenn du aus der Wüste kommst und im Dschungel warst... Lavaland und das ist schockt halt so ein bisschen schon. Das ist schon ganz cool gemacht. Wow, not bad. Okay. Ja, chill dein Leben. Du hast das Ding kaputt gemacht, du hast gewonnen, wir wissen's. Nö, da wohne ich in, ist kalt. So, bevor wir jetzt in die nächste Falle reinrennen, ich will nur den da aktivieren. Liegt das Elixid überall rum, das gibt's ja nicht. Oh, da ist sogar noch eine grüne Stelle da vorne. Was ist das denn Geiles? Wieder ein Viech, ne? Nein, wir dürfen gerne weg hier, alles klar, brauchen wir nicht. Das Elixid da, ach komm, wird überbewertet. Wir können auch mit anderen Dingen bezahlen. Hau ab! Bitte! Können wir da unter durch jetzt oder kriegen wir Ärger? Nee, 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 wir können hier durch. Das Risiko, getötet zu werden, ist hier besonders hoch. Warum hier denn jetzt? Ja, so eine große Stelle. Es könnte schon wieder alles hier sein, ne? Oh, was da denn? Oh, da ist ein... Okay.
Vorhin muss ich auch bald pennen. Elixid, okay. Hier habe ich jetzt nichts Besonderes gesehen, was hier jetzt so mega krass special-mäßig sein sollte. Kommst du eigentlich mit? Ja, danke. Mal sehen. Ja. Ja, herzlichen Dank. Okay, es gefällt mir hier nicht mehr. Ich möchte hier nicht mehr sein. Werde einfach mal gucken. Ne, ihn habe ich hier jetzt eigentlich irgendwie komplett voraus, ne? Dann wollen wir den Scheiß haben wir auch drin. Da. Das Lager der Mitte. Mal sehen, ob die ihn gleich aufs Maul hauen. Oder ob das voll okay ist, wenn er hier rumläuft. Na, er ist mit mir unterwegs, dann ist es ja wohl anscheinend gar nicht das Ding. Hier drin gab es auch ein Bett, wo ich gleich schlafen kann. Oh. Crony O4, eine Kampfdrohne der Alp, steht unter meinem Kommando. Ha! Eine Jagdmaschine der Alps. Was bringst du uns als nächstes? Ein ausgewachsenes Urtier? Okay, ich würde sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ach, okay. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Wir haben zwar schon erst einmal genug, aber wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. Je mehr, desto besser. Was ist mit dir? Status wird kein Grund zur Beanstandung. Hm. Ich glaube, den muss ich tatsächlich ein bisschen mitnehmen, damit ich das noch machen kann, ne? Aber ich glaube... Ich glaube, ich habe die Idee. Ja, immerhin dreht der sich da um und guckt nicht so zu, da so wie Falk. War ja so ein kleiner... Der macht mir immer noch Angst. Das ist nicht der Lovebot, den ich wollte. Das ist nicht der Lovebot, den du suchst. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, es könnte jetzt tatsächlich episch werden. Macht euch lehnt euch zurück. Ich hole mir, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, aber dafür auch nochmal meine Erdnüsschen. Ich glaube, jetzt wird's gut. Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr? Nee. Ich konnte Eckhart bei der Sicherung des Lagers helfen. Sehr gut. Ich hörte schon von deinen Gefährten. Seltsame Auswahl, die du da getroffen hast. Naja, irgendwie passen sie zu dem restlichen Haufen hier. Da ist noch etwas, richtig? Oh, ey. Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier anzufallen. Bist noch das Schwarzseher! Gut gemacht. Noch etwas? Euer Mechaniker Harley scheint ein Experte auf seinem Gebiet zu sein. Ja, richtig. Ich hörte, dass du ihm etwas richtig Großes in Aussicht gestellt hast. Allein darum hast du bei ihm schon einen Stein im Brett, denke ich. Hm. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Oh yes. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten. Geil! Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Hier hast du den Schlüssel. Gut gemacht. Noch etwas? War eigentlich schon drin? Ach nee.
Harley wird sich ab jetzt um meinen abgestürzten Gleiter kümmern. In der Tat. Wenn das Ding einmal richtig läuft, wird es uns noch nützlich sein. Hoffentlich wird es nicht von gierigen Geiern entdeckt, bevor es richtig einsatzfähig ist. Ich schätze, damit hast du dem alten Harley einen großen Gefallen getan. Gut. Mir auch. Du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Anführer, Errungenschaft. Zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ja, das werde ich. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Führe uns in eine sichere Zukunft, in der freier Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Es lebe die Macht der Mitte. Die Macht der Mitte! Die Macht der Mitte! Wir werden bestehen, während all die anderen Lager zugrunde gehen. Wir werden überleben, denn wir wissen, was Freundschaft heißt. Liebe, Loyalität und Anais... Was? Oh, ich habe schon lange ein Level gemacht, bin schon bald wieder im nächsten drin. So, dementsprechend... Warte mal. Ich hätte gerne noch... Ich will erfahren. Ich würde gerne noch wissen, wie viel ich genau habe hier. Aber das kriegt man ja nie so raus, ne? Wie viel Geld? Auch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Werkbank der Kleriker, Werkbank der Berserker. Ich glaube, hat er mehr Sinn, wenn ich das hole, ne? Komm, fuck it. Mir bitte eine Kleriker-Werkbank, dankeschön. Hier ist erstmal wichtiger. Oh weh, ich kann daran keine Elix-Tränke machen. Glaub schon, aber... Wo ist sie denn jetzt? So? Ey! Wo ist die? Es wäre jetzt noch geiler, hättest du mir gesagt, wo ich die finde. Maus, jetzt muss ich hier suchen. Was soll denn der Sheet? Wo ist die fucking Werkbank? Ach, da hinten. Oder? Ist sie doch, oder? Yay! Werkbank! So. Da fehlt noch was. Aber ist klar, wir brauchen auch noch mehr, ne? Ja. Da fehlt noch was. Schade. Seitdem, wie viel brauche ich für einen normalen, für einen kleinen Elex-Trank? Auch zwei? Scheiße, ist das. Gut, aber dann habe ich zwei kleine Elex-Tränke. Dann beim nächsten Mal daraus halt noch eins machen, wenn ich ein weiteres reines Elex habe. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt doof war. Ich glaube, das war okay. So, und dann will ich nochmal wissen, kann ich hier jetzt eigentlich reinsetzen? Mechanische Waffbau habe ich noch nicht. Auseinanderschrauben, klar. Achso, ja, weil die Socke schon voll sind. In den Stein. Nein. So, was habe ich hier? Ich habe einen kleinen weißen Stein. Und ich weiß, ich hatte ja noch den grünen Stein. Oh, den kann ich jetzt bauen. Großer grüner Stein. Was macht der nochmal?
Erfahrung auf Ma. Können hier noch andere. Ach nee. Bedeutet, ich glaube, ich gehe in den mal rein. Haben wir hier blauer Stein, gelber Stein, kleiner weißer Stein. Da werde ich, glaube ich, mal den grünen für nehmen. Nee. Auch ein Quests. Ich nehme halt die, ist das okay. Das kann ich noch nicht. Genau, und jetzt wollte ich nochmal gucken, was ich jetzt mal so skillen wollte. Ich habe ja jetzt wieder... Beziehungsweise trinke ich jetzt erst nochmal Gurtsch die Dinger hier da. Was sind sie denn da? Die Elix-Tränke? Ja, ein Elix-Tränke, ja, Highlight. Zwei kleine Elix-Tränke bringen nicht so viel. Sonst habe ich hier nichts an Elix-Tränken. Nein. Hier habe ich jetzt ein bisschen was. Jo, was machen wir denn hier? Ich glaube, Gerissenheit auf 50 wäre auch nicht ganz scheiße, oder? Schaffen wir aber noch nicht. 50. Maria wird mal 4. Übernehmen. Dann, wenn wir da nämlich 50 haben, ist das, glaube ich, schon. Wenn wir so alle so auf 50 haben, ist das, glaube ich, nicht scheiße. Und jetzt will ich in mein Haus gucken. Oh. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Oder war das nicht hier unter? Wo waren das jetzt? Rieche ich da frisches Fleisch? Episch, ja, okay. Ich denke, ich weiß schon, wo ich mein Vorhaben umsetzen kann. Ich werde mich nun um die Umsetzung kümmern. Am besten, wir sprechen morgen noch einmal darüber. Dann sind meine Vorbereitungen abgeschlossen. Okay. Du weißt ja, wo du mich im Lager findest. Was? Nee, eigentlich wusste ich das jetzt nicht. Das ist nicht viel, vielleicht nicht sonderlich hübsch, aber das ist meins. Und richtig viel Platz auch noch. Also die Leute können sogar tatsächlich, meine ganzen Leute können tatsächlich hier hin. Da ist der Tresor, der ist verschlossen. Das ist mein Tresor. Ich bin nicht gut genug. Und ich komme nicht ran! What the fuck? Es piescht mich nur ein bisschen voll jetzt. Ach, ist das schön hier, ey. Scheiß die Wand an. Ist das schön. Das nehmen wir mit. Nichts zu verschenken hier, ne? Ein vielversprechendes Quartier abgeschlossen, okay. Ruhe. Nehmen wir alles mit. Können wir vielleicht tatsächlich mal so ein paar andere Sachen einfach mal zwischenlagern. Einfach nur, weil es schön ist, Dinge zwischenzulagern. Geschlossener Tresor. Ja, wie komme ich... Oh, wie gut! Aber ich will einen Tresor. Oh Mann, jo. Das ist mein Bett. Hier schlafe ich drin. Manchmal mache ich da auch Pipi. Es ist schon wieder die Uhrzeit. Ich entschuldige mich. Schon ein bisschen cool. Ich muss noch nach den Kartenstücken suchen. Die muss ich echt alle mal finden. Oh, pures Mana auch. Frage mich. Jonesy, da sind die. Würde gerne meine Leute... egal. Ich glaube, ich werde erstmal kurz hier pennen.
Und dann mal sehen, ob ich diese Hauptquest von dem... Ich habe gedacht, das wäre die Hauptquest von Arx, aber... Anscheinend nicht. Meint Vase das nicht. Und rein theoretisch könnten wir auch mal das mit diesen die Direktivbohnen oder was waren das da? Mit den Bohnen, die Bohnenquest halt mal machen. Warte mal, jetzt habe ich bis zum ich wollte bis zum Abend und dann bis zum nächsten Mittag pennen. Mensch, Kühno, konzentrieren Sie sich. Mann. So, ich mache mir das mal ein bisschen bequemer hier. Rutsche ein bisschen runter. Schon so ein bisschen in die Liegehaltung. Oh, kaum sage ich das. Huiuiui. Bam. Nicht vor meiner Wohnung. Piss dich. Piss dich. Ey, piss dich. Hier war doch noch so ein Ding, ne? Gut, dass du da bist. Es ist vollbracht. Ich wusste nicht, dass er da ist. Da bin ich ja mal gespannt. Sagen wir, ich habe dir zu Ehren mit ein paar Freunden ein Festmahl zubereitet. Ach! Du hast Freunde? Du wärst überrascht. Ach, scheiße. Als mein Ehrengast darfst du jedenfalls nicht fehlen. Und eine Abwechslung kann schließlich nicht schaden. Es ist Zeit zum Aufbruch. Folge mir. Tut mir leid, aber ich... Ich möchte ja gerne, dass der... Der ist halt noch nicht so ganz auf meiner Seite. Deswegen kann ich den hier, glaube ich, noch nicht so abkommandieren quasi. Dass er hier so rumstehen kann und Dinge tun kann. Das würde ich gerne. Deswegen. Aber ich wusste nicht, dass der hier ist. Echt nicht. Ich hatte nur auch irgendwie so eine verschlossene Tür im Hinterkopf. Alter. Es ist so böse, komm. Mach das. Alter, und der Kronleuchter hängt ja auch ein bisschen tief, ne? Gut, dass du... Na. Sag... Ein Festmahl. Da bin ich dabei. Du wirst es nicht bereuen. Yeah, verehrt mich. Ich habe viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Es ist Zeit zum Aufbruch. Folge mir. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt nicht. Wie folge mir und... Wie hat er denen hingezogen? Achso, der stand hier jetzt einfach, okay? Oh, oh, oh. Scheiße, das aus den Köpfen von denen. Da wären wir. Was zum... Wie du siehst, sind die anderen schon da. Es freut mich sehr, dass du an meiner fleischgewordenen Konjunktion teilnehmen möchtest. Du willst das essen? Mir ist klar, dass es auf den ersten Blick verwirrend ist. Die meisten haben es nicht verstanden. Auf den Alter. Zweiten Blick ist es jedoch die höchste Form des Genusses. Alter. Das zarte Fleisch meiner Freunde in Verbindung mit der höchsten Elex-Konzentration. Eine wahre Geschmacksexplosion. What the actual fuck? Seit wann isst du Menschenfleisch? Vor einigen Jahren waren wir mit einer Patrouille viele Tage in Xakor unterwegs. In einer der verschneiten Ruinen stießen wir auf eine Familie, die sich lange Zeit mit dem Konsum von Elex am Leben erhalten hatte. Unser Auftrag besagte, nach Ignadon vorzurücken, um den Konverter zu verstärken. Und so haben wir sie eliminiert und sind aufgebrochen. Aber Elex ist das höchste Gut. Es konnte nicht so einfach verschwendet werden. Wir konnten sie nicht zum Konverter tragen, also beschloss ich, zurückzukehren und sie mir einzuverleiben. Es war Alter. Wie eine Erlösung für mich.
Ist das der Grund dafür, dass die Alps dich verstoßen haben? Ich war mir darüber bewusst, dass sie es nicht verstehen würden. Also habe ich mein Geheimnis natürlich für mich behalten. Allerdings unterlag ich irgendwann der Versuchung, einen Soldaten der Patrouille zu kosten. Der Elex-Reichtum in seinem Körper war außerordentlich. Dieser Leichtsinn wurde mir zum Verhängnis. Alter, ich weiß nicht mehr, was ich sagen sollte. Euer verehrt mich. Dafür sollte ich dir die Köpfe der Alp-Commander bringen. Was soll ich sagen? Der Plan ist aufgegangen. Du hättest mir wohl kaum zu einem Festmahl verholfen, wenn ich dir verraten hätte, wofür ich sie benötige. Und was ist mit deinen Gehirnforschungen? Du kennst die Antwort. Oh. Es hat nie Forschungen gegeben. Der Zweck heiligt gelegentlich die Mittel. Hast du irgendwann auch mal die Wahrheit gesagt? Nimm es nicht persönlich. Schließlich habe ich deine Leistungen als Commander stets bewundert. Und auf meine Unterstützung konntest du dich immer verlassen. Ich konnte nur nicht davon ausgehen, dass du meine Leidenschaft teilen würdest. Willst du ernsthaft, dass ich das esse? Nicht ganz, mein Freund. Leider habe ich nur Verwendung für dein Herz. Dein Ernst? Die Bestie von Xarkor stellt den Höhepunkt des Festmahls dar. Nicht wirklich. Ziemlich gewagt, für diesen Irrsinn meinen Tod zu fordern. Das Risiko ist mir bewusst. Doch dieses Mal ist meine Bestimmung. Um das Kunstwerk zu vollenden, benötige ich eine besondere Trophäe. Diese Ehre gebührt dir. Mal sehen. Ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es denn, wenn ich dir ein Herz mit einer wesentlich höheren Elex-Konzentration besorgen würde? Interessant. Ich hätte nicht mit deinem Interesse an meinem Projekt gerechnet. Du hast mehr Elex-Konsum drin als ich. Es wird allerdings nicht einfach sein, einen adäquaten Ersatz zu finden. Es wird doch eine Kreatur auf Magalan geben, die sich für dein Vorhaben eignet. Es gäbe da tatsächlich eine Kreatur, die sehr vielversprechend ist. Ich werde dir das Herz dieser Kreatur bringen. Was weißt du darüber? Es gibt Gerüchte über einen übermächtigen Zyklopen, der mit einigen niederen Mutanten im Südosten von Tavar auf Elex-Jagd sein soll. Falls die Geschichten wahr sind, ist er mit Sicherheit bis zur Schädeldecke mit Elex angereichert. Verstanden. Eine Sache noch. Ich verstehe deinen Drang. Daher solltest du dich auf das Wesentliche fokussieren. Freunde von Feinden zu unterscheiden wäre ein guter Anfang. Woher weiß ich, dass du mich nach dieser Nummer nicht einfach hinterrücks im Schlaf erstichst? Kannst du nicht wissen, aber wenn ich wollte, dass du stirbst, wärst du bereits tot. Die Bestie von Xarkor gibt mir also eine zweite Chance. Manchmal kann einem das die Augen öffnen. Ich spreche aus Erfahrung. Statusbericht. Kein Grund zur Beanstandung. Mitkommen. Natürlich. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Krasser Junge. Das macht mir ein bisschen Muffe mittlerweile. Aber selbst wenn, dann kloppen wir den auch um. Der Hauptgang. Wir sind ja direkt da dran, ne? Ein primitives Fortbewegungsmittel. Du meinst im Vergleich mit unseren Gleitern? Exakt.
Ach, den haben wir gesehen. Den haben wir schon gesehen, als wir hier waren. Dann haben wir so gesagt, nee, das lassen wir lieber. Warum komme ich eigentlich mit? Es gibt einen Grund, weshalb ich nie hier war. Zu warm? Eventuell kann das angehen. Das könnt ihr knicken, das Ding kriegen wir nie kaputt. Nie im Leben. Oh, vor allen Dingen ist so ein Häslon davor. Ach, Gott sei Dank ist die Folge vorbei. Also, die Zeit für heute ist wieder um. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich werde jetzt einmal speichern. Gott sei Dank ist Feierabend. Ja, und dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Aufnahmesession für heute ist beendet. Winke, winke, ciao. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und tschüss. Gott sei Dank.